zu Ende. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sitzen immer hier auf dem Schiff und müssen dahin. Unauthorized access to spacefaring vessels is a crime. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Ada. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Komm. Jettison procedures initiated. Disengage the airlocks. Prepare to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged. And must be replaced. Was guckt da nicht so hin? Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed guckt in electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new Captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. So, wir sind Stufe 2. Zeig ich dir die Treppe. Johnny, das bringt doch nichts, die Türen sind eh zu. Hallo, könnt ihr mal jetzt weitermachen? So, wir haben 10 Punkte, wir können überall jetzt erstmal hinpacken. 10 Punkte? Oh, Alter. Geil. Ja. Ich hab keinen Begleiter. Junge, mach doch mal hin, ey, echt mal. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Leben. Hier kann man Händlerpreise runterschrauben. Hier kann man mehr Begleitertötungen, mehr XP kriegen. Hier Gewicht. Hier Schlutz. Hier kann man einstellen mit Gewicht, dass man Steuerreise trotz machen kann, wenn man Übergewicht hat. Und das geht natürlich so weiter hier. So. Was willst du denn jetzt da oben, Mann? Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always So, was willst du jetzt hier? Weil doch geht's nicht, oder? Will ich schon hochlaufen? So, hier können wir mal gucken. Ja, if your equipment is ich habe eine Werkbank. Morni rum. Danke. Reparieren. Kannst du auch Türen schließen? Kann ich nur was fragen? Ach, wir haben nicht mehr, okay. Oh.
Was ist mit Fleisch? Das ist der Kryo-Anzug, warte mal. Tarnungsfähigkeit. Mach mal die Türe zu, Mann! Was haben wir denn da? Tech-Fertigkeiten, was 5. Na, lass uns mal an. Ich habe einen Helm ausgeschalten, also man sieht den Helm nicht. So. Kann man immer noch nicht öffnen, kann man nachher erst öffnen. Es wäre geil, wenn man das jetzt öffnen könnte, aber man hat ja, ich habe nichts gefunden, weil man in die Tür nicht rinkommt. Die Türen, wo das drinnen liegt. Da liegt hier irgendwo noch was. Ich glaube nicht wahr. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Want to be a brand new Spiel auch selber spielen, okay, kann man seine Specification Machine. Punkte zu Ende zurückgeben lassen. Alex installed it himself. Für 500 Bits da die Währung. Was ist denn hier oben? Hier oben ist doch das Dings hier. Kommt man ja nirgendwo hin. Siegeltüre. Schade. Sehr, sehr schade. So, dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, ob wir heute noch in die Stadt drin kommen. Halt! Ja. So, draußen sind wir eklig wieder voll gelabert hier. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our Marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Sehr schön. Das hätte man nämlich jetzt hier. Das wäre nämlich gleich beschlagnahmt worden. So, jetzt können wir erstmal hier gucken. Moment. Nein. Da. Die Schrotze können wir anlegen. Die nochmal und da hinten erstmal so. Haben wir erstmal die Plätze voll hier. Ah ja, komm. Oh, mein Wächtersäbel. Kann man alles verkaufen dann, wenn man zu viel hat. Man kann seinen Begleiter auch einkleiden, alles. Das zeige ich euch dann. So, Rüstung. Wo sind die anderen hingeflogen? Die war doch hier, vielleicht doch. Du Wimmel. So, jetzt haben wir hier. Thank you.
hey. Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Four workers still haven't paid up. Okay. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. So, wir haben jetzt einen Job. Fahren wir zuerst bis ins Grab. Hier sind die abgeschlossenen und hier die verbockten, die man verbockt hat. So. Klauen kann man auch, aber das ist sehr, sehr gefährlich. Schaufeln, kann man schön verkaufen. Oder Spaten. Aber wir müssen hier aufpassen. Hallo. So. Jetzt könnten wir eigentlich zum Schiff zurück und da die den Schrank machen, aber das wird schon. So, seht ihr? Die da ist zu. Aber hier oben kann man rein. Glaube ich. Das ist wieder ein Fall für mich hier. Nur nicht, muss dran denken. Hisse können wir mal knacken und dann gehen die Dinger oder weg. Kriminelle Handlungen bleiben nicht un. Bleiben nicht ungesehen. Das habe ich nämlich letztens nicht gemacht, die Kiste darauf zu klatschen. Händler zeige ich euch dann in der Stadt. Das hier war mal eine Stadt, hier ist alles erstmal leer. So. So. So, 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 so. Einmaligen Spezialangriff. Hm.
So, da ist die Stadt. Alles, was man hier in der Stadt klauen wird, wird gesehen. Also man ist hier hinten irgendwo. War hier offen oder was? Das war ein Bug. Okay. So, man kann hier überall hinter, aber wenn man irgendwo gesehen wird, wenn man hier aufmacht. Aber das ist so weit weg, das sieht keiner. Seht ihr? So. Wie kann man hier die Türen öffnen? So. Sickhouse is no place for a traveler. Was? They start asking you for some medicine. Come tell me. I'll set them straight. Please don't touch anything. Your hands are probably physical hygiene. So everyone, I'm Conrad. You will rep- you ja, will- das ist der Friseur. Da muss man jetzt Ah. I simply Thank tells not your idea intrigue. Hat der jetzt bezahlt oder hat er jetzt nicht bezahlt? Okay. Gucken wir mal die anderen, ob die bezahlen. Yes, Mr. Thompson. Whoa, are you? Mit der Ruhe. M braucht Medizin. What? Das will sie noch. So. I'm done. It's Oh. Okay, dann machen wir jetzt gleich nochmal eine nächste Mission. Mach ich so. Just read. Okay, er hat bezahlt. You're making a mistake working for Abernathy. Was? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Rum. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracycline is wasted on him. You're better off selling it to me instead. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Schade, überzeugen ist nicht hoch genug. I'm doing right by the town, I'll tell you that much. You bring me that medicine and I'll see that it goes to the right people. So. So, Moment, geht gleich weiter. Was? Okay. That's all I can ask of you. Ist mir nie vorher aufgefallen, wenn ich mit denen geredet habe. Okay, das ist der. Und da hinten noch. Werkbank. So, da kriegt man auch Punkte. Hey, you hear about Wilson? Müssen die jetzt hier oben sein mit die Gebühren? Ja. You the new worker? Whatever. Make it quick, tenderfoot. Hab ich mal so schnell bearbeitet. Foreman Gray. Da. Because.
I could do with law requ- Shame, though. Yeah. Local. Just. Not. Ich will das eigentlich auch nicht vertiefen jetzt hier. Well, excuse you. I'm just. So. Zwei Jahre bezahlt. Ja. Linda. Zwei Jahre bezahlt. Das ist sehr schön. Hä? Wo geht's denn hier raus? Ach, hier sind die Verkaufsautomaten. Seht ihr? So, das tun wir mal erstmal richtig schön verkaufen. Ich kann nicht verkaufen, wieso? Keine Heckenfähigkeit? Was? Was? Kann ich mich verkohlen? Was? 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 Aha. Okay. Zwei haben bezahlt. Ludwig. Okay. Wie gesagt. Ich speichere hier schnell. So, wie gesagt, das war's für diesen Part. Wir hören uns im nächsten Part. Haut rein. Und tschüss.